Angela Merkel versucht es in Essen mit Pathos, sogar mit Selbstkritik. Sie muss eine Partei wieder aufrichten, der sie, wie sie es selbst sagt, vieles zugemutet hat. Und ich kann nicht versprechen, dass die Zumutungen in Zukunft weniger werden, weil wir tun müssen, was die Zeiten von uns fordern. Damit meint die Parteivorsitzende vor allem die Flüchtlings- und Integrationspolitik. So etwas wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen, sagt die Kanzlerin. Trifft damit auch den Nerv der Kritiker. Und denen kommt sie nun entgegen. Und das heißt auch, dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die bei uns eine tragende Rolle spielt, wir Gesicht zeigen. Und deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu uns. Merkel lobt ihre Partei, die eigene Politik, bittet darum, dass sie auch in der Zukunft mit der Unterstützung der ganzen CDU rechnen kann, auch in schwierigen Zeiten. Dass die Situation des Sommers 2015 in dieser besonderen humanitären Notlage aber dennoch so bewältigt werden konnte, wie sie bewältigt wurde, dass sie geordnet und gesteuert werden konnte, das wird für immer mit dem Jahr 2015 als herausragende Leistung unseres so starken Landes verbunden sein. Größerer Applaus regt sich dann schließlich doch noch, als die Kanzlerin den Rechtspopulismus in Europa und in Deutschland verdammt. Ohne die AfD beim Namen zu nennen, deutet sie doch an, dass aus dieser Richtung eine Gefahr kommt für die Demokratie und nicht zuletzt für den Machtanspruch der Union. Auch deshalb verspricht sie, im kommenden Bundestagswahlkampf die Menschen wieder begeistern zu wollen.